Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, vorweg, ich wünsche natürlich euch allen ein schönes Jahr. Bei uns in Österreich darf man nicht Raketen schießen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, glaube ich, in Deutschland ist es auch nicht der Fall. Finde ich sehr schade, dass ihr das auch alles einschränken. Wie gesagt, schönes Fest euch. Kommt gut in das neue Jahr. Und da würde ich sagen, let's go. Ein Video. Im Hintergrund lasse ich einfach mal das Video laufen, beziehungsweise ich verlinke es euch hier noch oben. Das ist der BO4, das Rückblick-Video, eigentlich das ganze Jahr über, auch vorheriges Jahr, könnt ihr euch gerne anschauen. Hat auch, wie ihr seht, richtig gute Bewertungen, danke natürlich auf diesen Support. Ja, auf jeden Fall auch danke, dass das letzte Video auch so viel Aufruf hat. Natürlich wollen es viele wissen, was Monte und Haptic so über COD sagen. Das ist ja nur ein kleiner Stream-Ausschnitt gewesen. Und ich fand es trotzdem ein bisschen schade, dass die Leute Kommentare da gelassen haben, die okay waren. Die Kommentare waren eigentlich okay. Und da hatte jeder seine eigene Meinung. Aber ich fand es schade, dass Leute einfach das Video angeschaut haben. Und dann gesagt haben, nö, ich bin Monte, ich bin nicht Monte seiner Meinung, und haben dann einfach ein Dislike da gelassen. Das hat einfach keinen Sinn, weil dieses Video, ich habe das nur euch gezeigt, dass ihr dann eure Meinung in die Kommentare schreibt. Ob das Video ihr dann einfach positiv bewerten könnt oder nicht, das ist dann eure Sache natürlich. Aber ich denke nicht, dass 15 Leute oder so gedisliked haben, weil sie im Nachhinein das Gameplay scheiße fanden, sondern die haben einfach gedisliked, weil sie einfach nicht Monte seiner Meinung waren. Das ist, hat irgendwie gar keinen Sinn, dass ihr das so macht, aber ist ja eure Entscheidung. So, wir gehen trotzdem mal rein in dieses Video. Auf jeden Fall hat der gute, ja, Dave, der hat, verfolgt mich schon sehr, sehr lange, glaube ich. Also wirklich sehr, sehr lange, hat immer bei einigen Videos, wichtige Kommentare geschrieben, die was alles zusammengefasst haben. Bin auch seine Meinung, könnt ihr auch gerne durchlesen. Das werden wir auch, ein paar Kommentare einfach durchlesen und dann werde ich auch meine Meinung einfach dazu sagen. Also ganz kurze Zusammenfassung, wir werden jetzt alles durchlesen. Er hat einfach geschrieben, das ist Geschmackssache erstens und er hat geschrieben, dass man einfach Infinite War von Treyarch nicht vergleichen kann, okay? Das hat er geschrieben, bin ich auch seiner Meinung, dass man die eigentlich nicht beide vergleichen kann. Und er hat dann geschrieben, dann noch Cold War kann Spaß machen, wenn man ja Reverse boostet und Schwester Account macht, die genau Reverse boosten. Habe ich aber gehört von euch, dass Reverse boosten nicht mehr funktionieren, so wie ich das gemacht habe. Schwester Account wahrscheinlich wird noch funktionieren anscheinend. Und deswegen hat er halt auch nur geschrieben, dass er noch keine Runde in den neuen COD gezockt hat. Ja. Einer schreibt, früher auf der PlayStation 3 BO2 war so geil. Ich habe auch auf der PlayStation das sogar gezockt, viele auf der Xbox, ja, von euch fand ich auch geil, Black Ops 2. Das Ding ist so, natürlich, viele von euch kennen Black Ops 2 und so und noch Black Ops 3 und Black Ops 4. Und wir sehen auch da leider viele Kommentare, die schon schreiben, ja, Monte ist ja voll scheiße in den neuen CODs, Black Ops 3 und Black Ops 4 war übelst geil. Diese CODs waren geil, weil ich auch das COD ja viel gespielt habe, ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Aber ihr dürft, oder ich kann sie nicht vergleichen mit alten CODs. Punkt. Ich kann sie einfach nicht vergleichen mit alten CODs. Bei alten CODs war das, war einfach, finde ich, alles ist richtig gemacht worden. Und in den neuen CODs ist vieles falsch gemacht worden. Da brauchen wir nicht drüber aufzählen, was in Black Ops 4 alles falsch gelaufen ist. Da fangt schon an mit dem Orbi, mit den Spezialisten, mit dem Content. Ganz, ganz wichtig. 3 Jahre Content haben gesagt, da fangt es schon an. Und das sind schon die Sachen schon mal. Und da gibt es 1000 Sachen, was da nicht passen. Es gibt natürlich auch Abfuck-Sachen in alten CODs. Aber ich finde, in neuen CODs haben sie es einfach schlecht umgesetzt. Viele Sachen. Bruno hat geschrieben, finde Monte hat selbst keine Ahnung für alles besser. Dass es mehr Noobs gab, das stimmt ja nicht. Es gibt im Verhältnis zu vor 10, 8, 7 Jahren, gibt es jetzt mehr Noobs in den CODs, Leute. Es gibt mehr Noobs in den CODs. Nur, das glaubt ihr halt nicht, weil ihr halt Cold War zockt, weil ihr Modern Warfare zockt. Und da findet ihr ja keine Noobs, weil es gäbe Matchmaking gibt. Aber im Verhältnis von 10 Jahren, also was vor 10 Jahren für Lobbys waren und jetzt, gibt es viel mehr schlechtere Spieler. Viel mehr. Das glaubt ihr nicht. Ich will da jetzt keine Prozente sagen, aber ihr könnt sicher sein, dass da jetzt richtig viele, also ich habe mal gesagt, 95% sind schlechte Spieler, damit meine ich aber, jetzt nicht böse gemeint, aber damit meine ich einfach Leute, die halt so eine 1er KD haben, okay?
Da, das ist, also unter 1er KD so, sind für mich nicht gute Spieler. Das meine ich jetzt aber nicht von Cold War und Modern Warfare von den KDs, okay? Also, das, da ist, glaube ich, eine 1er KD, glaube ich, sogar gut. Er hat auch geschrieben, könnte irgendwie ein Remastered kommen, 1:1. Ja, da würde es, ja, na, das Ding ist so, ja, schreibt dann so, würde ein Remastered kommen, zum Beispiel von Black Ops 2, würden sie eh alle feiern. Ich glaube es schon, dass es viele Leute feiern würden. Aber wenn da wieder dann Skip is Matchmaking reinkommt und ihr müsst euch denken, das war eine andere Zeit einfach, okay? Wo ich zum Beispiel Black Ops 2 jetzt gezockt habe, ja, da bin ich heimgekommen von der Schule und habe Black Ops 2 gezockt, ja, aber da war ich einfach viel kleiner und so und dann, das war einfach die Zeit, wo man das gezockt hat, okay? Das war einfach ganz anders wie jetzt und die kann man einfach nicht vergleichen. Von in EW, ja, es gab Modern Warfare Remastered, kam aber nicht gut an, glaube ich, soweit ich weiß, aber auch ein bisschen das gespielt. Auch Modern Warfare und BO2 haben gut abgefuckt, vergessen eine Verbindung, einziger Unterschied ist es, es gab mehr Noobs. Ja, das wie gesagt, da hat Bruno halt nicht nachgedacht, dass es gibt jetzt Matchmaking in den letzten CODs gibt und dass es im Verhältnis von 10 Jahren nicht nur, sagen wir mal, 10 Millionen Leute online sind, sondern 50 oder 60 Millionen. Davon gibt es viel mehr Noobs und die findet ihr ja nicht. Wo ihr die findet, zum Beispiel, ist es in älteren CODs, wo ihr in älteren CODs eher wieder weniger Noobs findet, weil das nicht viele Noobs spielen, muss man auch wieder zu sagen. Das spielen eher das neue COD. Gäbe es Matchmaking nicht, würden alle COD feiern. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass es alle sind, aber ein großer Teil auf jeden Fall. Und es ist ja so, es ist klar, warum die letzten CODs scheiße sind. Es ist der Multiplayer, da gehört kein Gäbe es Matchmaking rein, Punkt. Das habe ich schon tausendmal gesagt. Wer den Multiplayer findet, meiner Meinung nach, wer den Multiplayer gut findet, ist entweder schlecht in dem Spiel oder kann es einfach nicht vertragen, dass er keinen COD mehr zocken kann. Also, das sind zwei Gründe und fertig. Und ich will da nichts mehr dazu sagen. EW hat immer bessere CODs gemacht. Ja, wie gesagt, das ist eine subjektive Meinung. Hat wieder einer runtergeschrieben. Ja, vor allem Ghost in Findorfer. Ja, witzig. Das ist seine Meinung und fertig, dazu sage ich jetzt nichts. Und kurz mal Yonja auf dem Account spielen lassen. Ich glaube, Yonja ist sogar besser in Modern Warfare wie Haptic, glaube ich. Keine Ahnung. Yonja hat halt viel mehr gezockt, glaube ich. Haptic ist ein alter COD-Hase, so eine Schildkriege mit seiner 5er-Sensi. Jetzt bin ich definitiv. Oh mein Gott! Sein Turn und sein Slice, 68 Kills habe ich den gedrückt, Dumme. Das war ein Spaß, ein kleiner Spaß am Rande. Monte ist selbst im Multiplayer lost und redet über Haptic, Battle Royale ist seins, aber im Multi ist er selbst sehr schlecht. Ja, das ist halt, ja, was soll ich dazu sagen? Black Ops 2, wer in Black Ops 2 geschaut hat, Monte, ich habe ihn da schon ein bisschen verfolgt, nicht viel, aber ein bisschen, weil ich da generell nicht so viel YouTube-Krams zugeschaut habe, aber ich habe ihn ein bisschen geschaut und ja, er war jetzt nicht schlecht in Black Ops 2, würde ich sagen. Also wer ihn kennt, er war schon gut in Black Ops 2. Natürlich kommt es immer darauf an, wie viel du spielst, gell? Also zum Beispiel ein Haptic spielt viel mehr Multiplayer wie ein Monte. Monte hat in den letzten 4 Jahren, also Black Ops 3, glaube ich, hat da noch Multiplayer viel gespielt, aber da sonst gar nicht mehr viel. Und da könnte das einfach nicht vergleichen, wenn er auch viel Multiplayer spielt, würde auch besser werden. Da hat sich wieder einer aufgeregt, dass ich über die Musik noch eine Musik gepackt habe. Da habe ich extra noch hier irgendwo, ja, hier habe ich extra noch für jeden habe ich hier noch das reingeschrieben, dass ich eine Musik drüber legen muss, sonst wird das Video gesperrt. Ja, okay. Bin ich fast ausgerastet dann wieder. Er hat Nils wieder geschrieben, Monte hat null Ahnung, nur weil er in COD scheiße ist, heißt es nicht, dass Black Ops 3 und Black Ops 4 schlecht waren. Ja, also Nils, du schreibst halt Black Ops 3, Black Ops 4. Er hat nicht gesagt, dass sie schlecht sind, er hat sie gar nicht mal erwähnt. Und er hat auch gesagt, was für ein Spiel Treyarch perfekt gemacht hat nach seiner Meinung, okay? Das ist seine Meinung, Monte hat gesagt, Black Ops 2 und Black Ops 1 waren für seine Verhältnisse die besten CODs, was Treyarch gemacht hat. Und da muss ich ihm recht geben. Also, ich weiß nicht, Nies, ob du ihm nicht recht gibst, aber wenn ich sage, wenn ich jetzt Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4 vergleiche, sind Black Ops 1 und Black Ops 2 die viel besseren Spiele. Also, das ist auch meine Meinung. Und, ja, das habe ich hier nochmal geschrieben, ja. Und ich muss auch sagen, ich habe früher gerne, oder ich feiere einfach viel mehr Modern Warfare-Teile. Aber bitte nicht falsch verstehen, nicht auf keinen Fall die neueren Teile. Also, dass man das letzte Spiel überhaupt Modern Warfare genannt hat, das ist wirklich ganz, ganz, ganz traurig, dass man so ein Spiel Modern Warfare nennt. Ich hoffe, das nennen sie noch irgendwie Umkapper. Nee, aber MW2, MW3 waren halt auch meine Lieblingsspiele. Auch, ja,
Das echte Modern Warfare habe ich auch mal gespielt. Nicht, wo es genau rauskam, so ein bisschen später habe ich es auch mal gespielt. Fand ich auch sehr nice. Aber ich fand so MW3, MW2 waren meine Spiele. Die konnte ich nämlich auch ein bisschen gut schon so. Habe ich schon ein bisschen besser können. Und ja, Nukes wird es auch auf jeden Fall fühlen. Nukes liebt auch Black Ops 2 liebt er auch, ja, aber Modern Warfare 2 liebt er auch. Ja Leute, das war das jetzt das Video. Ich verweise euch jetzt nochmal auf dieses Video. Schaut euch das Video nochmal an. Ich habe es, wie gesagt, oben verlinkt in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch in die Kommentare gehen, da werde ich es auch verlinken. Und in der Videobeschreibung werde ich das Video auch verlinken. Schaut euch das wirklich an. Es ist einfach, es geht nur 8 Minuten. Schaut euch das an. Ne, ich glaube, es geht gar nicht so lang. Es geht nur bis 4 Minuten 50 circa. Dann habe ich nur einen Code Wargameblade rangehangen. Schaut euch das an. Ist nicht ein Jahresrückblick, sondern eigentlich ein 1,5-2 Jahresrückblick. Wie ich angefangen habe, einfach ja mit COD, mit YouTube COD einfach zu machen. Schaut euch das an, das ist wirklich ein gutes Video. Schreibt eure Meinung jetzt nochmal in die Kommentare. Ja, was ich nochmal gesagt habe, auf eure Kommentare, wenn ihr wollt. Das ist so ein kleines Statement-Video jetzt, ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.